konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles heute ist eingepackt, ich krieg es sehr schlecht auf. Jetzt steh ich hier ein bisschen Scham und schwitze, weil ich kämpf. Mit einer kleinen Tube drin ist Senf. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und an der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie da. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und an der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Schon ist die Tube auf. Hallo Leute, heute gibt es einen neuen Titel für euch und zwar der Nippelkrüger. Ein alter Gassenhauer, ja, eigentlich bekannt auf jeder Schlagerparty oder auf jeder Party. Ich zeige euch, wie man diesen Titel ganz leicht nachspielen kann. Ihr braucht dazu drei Akkorde. Ihr braucht den C-Dur. Ihr braucht den F, also ein Barré, F-Barré. Und ihr braucht den G-Dur. Ganze drei Akkorde, die wiederholen sich immer wieder. Ja? Also im Chorus oder auch im Vers ist immer die gleiche Reihenfolge. Wir fangen also an mit dem C. Ich konnte gerade lesen. Dann auf, also F-Barré wechseln. Da kam ich auch schon drauf. Auf G-Dur. Fast alles heute ist eingepackt. Ich. Dann auf C-Dur. Man kriegt es sehr schlecht auf. C halten. Stehe ich hier am Würstchenstand und F-Barré schütze. Und dann wieder auf G. In einer kleinen Tube drin ist C-Dur. Wiederhol nochmal. Ich konnte gerade lesen. C-Dur, da kam ich F-Barré schon drauf. Was alles G-Dur ist halt eingepackt. Man kriegt C-Dur schlecht auf. Jetzt stehe ich hier am Würstchenstand und schwitze F-Barré, weil ich kämpf. In einer G-Dur-Tube drin ist Senf. Ganz einfach, um dafür ein Gefühl zu bekommen für den Titel, fangt am besten mit Abschlägen an, also nur abschlagen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann dazu singen. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Und so weiter und so fort. Also immer erstmal abschlagen. Das eigentliche Schlagmuster ist aber auch nicht wirklich schwierig. Das ist ja eine Kombination aus unserem Allround-Schlag. Wenn du nicht weißt, was der Allround-Schlag ist, dann schau mal vorbei auf unsere Webseite gitarrenspieler.com und der Allround-Schlag Nummer 1. Da zeige ich euch, wie man mit einem ganz einfachen Schlagmuster diverse Titel nachspielen kann, was ihr auch anwenden könnt auf diesen Titel. Ihr schlagt im Grunde wie folgt. Also runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Also geht's wieder von vorne los. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles Zeug ist eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Also einfach nur auf- und abschlagen, ist ganz leicht. Und dabei versuchen, flüssig die Akkorde wechseln zu können. Um jetzt ein bisschen Pep mit reinzubekommen, dass sich das Ganze nicht so langsam und so schleichend anhört, das wäre ja ein bisschen langweilig, kannst du jetzt Folgendes machen. Du hast einfach ganz normal wieder den C-Dur gegriffen, fängst also an. Du schlägst einfach die Abschläge etwas härter an. Ja? Ich konnte gerade lesen, da kam ich ja schon drauf. Fast alles heute ist eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Stehe ich hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpf. In einer kleinen Tube drin ist Senf. Die müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. In der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen.
Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon ist die Tube auf. Also ihr merkt, es ist ganz leicht nachzuspielen. Fangt, wie gesagt, immer ganz langsam damit an. Wenn ihr Fragen habt zum Schlagmuster oder allgemein zum Titel, dann meldet euch bei mir unter oder in unserem Forum unter gitarrenspieler.com/forum. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Titel. Macht auf jeden Fall Laune, den zu spielen. Vor allem ist es mal was Deutsches, nicht mehr was auf Englisch. Ja. Ihr könnt mitsingen, der Titel ist auch sehr einfach nachzuspielen und zu singen vor allem. Ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß auf der nächsten Party mit diesem Song und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, haut rein, euer Mike. Tschüssi.